Im heutigen Kurztest checken wir für euch die lange Noppe Horizontal 55 vom schwedischen Hersteller Stiga. Stiga bietet neben dem Horizontal 55 auch noch den Horizontal 20 an, der über einen weicheren Schwamm verfügt. Wie der Name es bereits vermuten lässt, kommt der Horizontal 55 mit einem 55 Grad harten Schwamm und einer horizontalen Noppenausrichtung, welche laut Stiga das klassische Defensivspiel optimieren soll. Schon in den ersten Schlägen wird die kürzere Ballkontaktzeit im Treffpunkt deutlich spürbar. Für eine lange Noppe spielt sich der Belag auch relativ leicht im Konter- und Blockspiel und ermöglicht gute Aktionen am Tisch, um den gegnerischen Rhythmus zu stören. Seine Stärken zeigt der Belag aber wie von Stiga angepriesen in der tischfernen Verteidigung. Die Noppen sind recht griffig und nach unserer Einschätzung zwischen dem TSP Curl P1R und dem Curl P4 einzustufen. Die Abwehr gelingt sehr kontrolliert, flach und mit sehr viel Schnitt. Das Nachziehen gelingt nicht sehr leicht, vor allem dann nicht, wenn es gelingt, die gegnerischen Topspins flach zu retournieren. Im Spiel am Tisch, im Schupf, überzeugt der Horizontal 55 durch eine gute Spin-Entwicklung. Mit dem härteren Schwamm muss der Ball allerdings auch recht sauber getroffen werden.
Stieger hat mit dem Horizontal 55 eine interessante Abwehrnoppe auf den Markt gebracht, die sich nach unserer Einschätzung nicht hinter Klassikern wie dem Butterfly Find Long 3 oder dem TSP Curl P1R verstecken muss.